Moin, ich bin's, euer Flatti. Nach 3 Wochen ist es endlich wieder soweit. Es gibt ein neues Video von mir. Bevor das eigentliche Video losgeht, möchte ich noch 3 Leute grüßen. Grüße gehen raus an David Hoffen, Finn Steiner und Florian Erhardt. So, jetzt geht auch das eigentliche Video los. Und zwar war ich heute einkaufen gewesen und hatte so einen richtigen Bock auf Kuchen gehabt, da habe ich mir einfach einen gekauft. Und da habe ich auch gedacht, das muss ich eigentlich mal auf Video aufnehmen und es mit der Community teilen. So, ich habe mir diesen schönen Kuchen gekauft. Es ist keine Produktplatzierung. Es ist ein Stracciatella-Kuchen. Und der wiegt 400 Gramm. Und wie ihr seht, das ist ein Kuchen von einer No-Name-Marke. Und diesen Kuchen habe ich vor zu essen. Und zwar komplett. Weil ich Heißhunger drauf habe. So, ich höre auch mal auf mit dem Gerede. Ihr seht jetzt, wie ich Kuchen esse. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich muss den Kuchen mit dem Schlüssel aufmachen. Ich habe kein Messer zu Hause. Was glaubt ihr, schaffe ich 400 Gramm Kuchen in diesem Video aufzuessen? Habt ihr jemanden schon so einen Kuchen essen gesehen? Boah, ich bekomme langsam Durst.
Es ist nicht mehr davon viel übrig. So, was mache ich mit der Verpackung? Was mache ich jetzt mit der Verpackung? Ach, schmeiß ich auf den Boden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Video über 10 Minuten lang wird. Oh, Luft im Bauch. Wenn das so weitergeht, muss ich bald meine Wasserflasche wieder auffüllen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, so viel ist noch übrig. Also so gut wie aufgegessen. Und bei den letzten Happen werde ich scheitern.
Ihr habt richtig gehört. Das war ein Furz von mir. Ich sag's ja, an den letzten Happen werde ich bestimmt scheitern. Meine Wasserflasche ist schon fast leer. Ich glaube, ich gehe die gleich mal auffüllen, um die letzten Happen aufzuessen. So, ich bin gleich wieder da. Klingt auch kurz aus. So, bis gleich. Hier bin ich wieder. Ich habe so viel Luft im Bauch. Was wird zuerst leer? Der Kuchen oder die Flasche? Nur noch ein kleines Stück ist übrig und mir ist schon schlecht. Und ich hätte mich fast verschluckt. Oh, ein Wunder, der Kuchen wird als erstes fertig. Ich habe wirklich gedacht, die zweite Flasche Leitungswasser würde als erstes wieder fertig werden. So, die
Der Kuchen ist aufgegessen. Das Leitungswasser auch schon wieder so gut wie ausgetrunken. So ein Kuchen macht echt einen Durstanfall. Ja, das kleine bisschen Leitungswasser trinke ich auch noch schnell in dem Video aus. So, damit ihr nochmal seht, es ist leer. Oh. Jetzt habe ich erstmal Bauchschmerzen, denn schließlich habe ich 1 Liter Leitungswasser und 400 Gramm Kuchen in meinem Magen. Gut, der Rülpser kommt heute anscheinend auch nicht so dolle raus. Oder auch doch. Okay. An dieser Stelle beende ich mal das Video. Wenn ich jetzt noch weiter rülpsen würde, müsste ich mich bestimmt noch vor laufender Kamera übergeben. Und das will keiner. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.